Servus, grüß und hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Vanilla. Heute werde ich euch mal zeigen, was ich so in den letzten 3,5 Jahren alles in meiner Welt gebastelt habe. Zuvor gehen wir aber noch das ist die letzte Save, also der allererste Save-Game, den ich irgendwo noch gefunden habe, also eigentlich der letzte, der kommt vom 23.10.2013. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin, was ich hier mache und was gerade passieren wird. Oh. Da bin ich wohl irgendwie auf Reisen. Kann das sein? So, Moment, schnell. Jetzt. Ach, jetzt. Ich habe irgendwie keinen Sound an den Ohren. Muss ich dann einmal nachschauen. Ja, da bin ich irgendwo auf Reise. Jedenfalls machen wir das uns einfach. Ich werde hier schnell auf Peaceful stellen, damit ich keine Dinge habe. Und hier haben wir wahrscheinlich eh keinen Waypoint. Nee, deswegen machen wir mal einen TP auf was ich sogar schnell meinen Homeort 112 70. Ich hoffe mal, das funktioniert auch hier. Aha. Ja. Das hat früher. Ach du liebe Kacke, schaut das anders aus. Mensch, Leute, wenn ihr. Das glaubt ihr gar nicht. Oh mein Gott, noch keine Küche. Hier habe ich noch die Bricks, großartig. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gerade Game Mode 3. Ja. Hier ist interessanterweise, schaut das irgendwie viel nicer aus. Und hier, der ganze Berg ist noch da. Den ganzen Berg hier habe ich alles abgetragen, Leute. Den habe ich komplett abgetragen. Und oh meine Güte. Hier fehlt ja noch alles. Ah, schaut an. Das habe ich schon fertig gebaut. Also der ist in dem Fall schon da. Aber hier ist mittlerweile auch alles überzogen. Die ganze, das hier alles ist eine Ebene. Eine Ebene. Hier ist in dem Fall, das ist schon da. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Sardinenmaschine kenne ich, glaube ich, auch noch keine. Denn hier ist alles leer. Hier ist alles leer. Meine Güte. Ein Spaß, ein Hühner-Spaßbad. Da merkt man eigentlich auch schon mittlerweile. Das ist natürlich noch nicht umgebaut. Mittlerweile gefriert hier das ganze Wasser ein. Da merkt man eigentlich schon, wen man als Vorbild hatte oder von wem hier viele Ideen gekommen sind. Der liebe, gute alte Gronkh, von dem habe ich da einiges mitgenommen. Die habe ich dann alle umsortiert. Und hier alles anders. Hallo? Ach so, die kann ich gar nicht öffnen. Da habe ich einen Fehler in der Matrix. Ich glaube es nicht. Ja, nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Jetzt seht ihr mal, also ich zeige euch schneller mal, wie das in dem Fall hier ausgeschaut hat. Das hier hat sich, glaube ich, nicht großartig verändert. Nee, hier unten machen wir das mal weg.
Hier unten schaut alles eigentlich komplett anders aus. Ganz anders. Hier hat sich mittlerweile auch einiges getan. Also hier ist eine Plattform mit einer Fabrik drauf. Das hier wurde auch eingeebnet. Hier oben befindet sich ein Leuchtturm. Hier kommt man irgendwie rein. Hier geht es runter in eine Sortieranlage. Das hier habe ich auch alles. Ne, da steht noch, wurde umgebaut. Hier kommt ein bisschen weg, weil diese Dinge kommen dahin. Hier geht man rein in einen Gang zum Leuchtturm rauf. Das steht natürlich noch immer. Hier den ganzen Berg habe ich abgetragen und ein eigenes Villagerdorf hingezüchtet. Ja, Prost Mahlzeit. Wie schaut da eigentlich noch die Monsterfalle aus? Weil hier ist die. sorry. Hier ist die Monsterfalle. Hier habe ich lauter Klump. So, schauen wir mal. Das hier ist. Achso, das ist eine Fledermaus. Die Monsterfalle, die ist eigentlich, schaut schon relativ fertig aus. Hier habe ich. Eins, zwei Stockwerke. Ich habe sogar noch ein drittes gebaut, das aber inaktiv ist. Und ich sehe gerade die Monsterfalle. Hier ist noch gar nicht fertig. Das bedeutet, die Kreaturen fallen. Was passiert? Die Monsterfalle ist hier hinten und vorne nicht fertig. Also da habe ich noch nicht viel gemacht. Ah, ein Teil habe ich schon fertig. Da kommt ja danach die Lava hin. Das bedeutet aber eigentlich, dass hier Monster spawnen werden. Aber wenn die runterfliegen, passiert gar nichts. Gut, lassen wir mal so sein. Und hier habe ich natürlich alles per U-Bahn angebunden. Und hier habe ich, ja, das schaut glaube ich auch nicht mehr so aus, wie es jetzt ist. Ja, da fällt die Stube, das Feuer. Und wie schaut das hier drin aus? Das ist eigentlich alles genau gleich. Also das ist der erste Bau, den ich jemals gemacht habe. Und zwar deswegen, weil mir ein guter Let's Player in der ersten Folge großartig erzählt hat, man soll irgendwo eine Insel suchen und darauf ein Haus bauen. Das habe ich natürlich befolgt, weil ich keine Ahnung von Minecraft hatte und habe ich dann auch aus einer Mini-Insel, also das war wirklich eine Mini-Mini-Mini-Mini-Insel, habe ich angefangen, da ein Haus drauf zu bauen. Hier sieht man es nicht. Ja, ungefähr bis hier ging, glaube ich, die Insel. Der Rest ist alles künstlich angeschüttet. Und wisst ihr, was hier noch fehlt? Da ist ja noch gar kein. Okay, gut, das ist natürlich klar. Hier geht es einmal erst runter. Hier geht es danach weiter. Hier kann man Zug fahren. Bis darüber. Bis hier rüber. Und hier gibt es ein Gebäude, weil das ist, das hier ist quasi mein Sand, Ding da. Hier habe ich Sand gefarmt. Und hier gibt es mittlerweile ein Mini-Gebäude, auf dem man so quasi ja, sich ausruhen kann. Und natürlich kann man perfekt per Bahn dorthin fahren. Aber das bedeutet ja, wenn es diese Bahn nicht gibt, gibt es die andere wahrscheinlich auch nicht. Ja? Da gibt es noch. Das stimmt auch nicht. Lavawall. Oder kommt man hier? Ah, doch, da kommt man zum Lavawall und zur Mine. Mein Gott, ja, das war der erste Ding, der erste Gang, den ich einfach mal nach hinten gebohrt habe, um zu schauen, was da kommt. Eigentlich wollte ich hier hin.
so eine kleine Bootsanlegestelle machen. Nur das hat auch nie geklappt. Weil mittlerweile ist hier ein Badezimmer, hier ist ein Schlafzimmer und hier gibt es noch gar nichts, oder? Und hier geht's runter, das ist einmal schon gut. Ah! Hier sehe ich mir noch das Innere, da habe ich noch das nicht zugemacht. Heutzutage ist das zu und man kommt nicht mehr rein, weil hier geht's ja tricky. Hä? Ja, hier geht's ja voll tricky. Das stimmt ja hinten und vorne nicht mehr die Gänge. Was habt denn ich da alles zusammengebaut? Nicht schlecht, nicht schlecht. So ging es früher. So, aber eigentlich wollte ich das andere, zeige ich euch später. Nein. Habe ich hier schon das Secret? Ja, habe ich schon. Nicht schlecht. Und wo sind denn da jetzt die ganzen? Weg mit dir. Ja, hier ist Endstation. Hier ist Endstation. Hier kommt man hier in dem Fall da durch. Interessanterweise ist hier wohl eine Obsidianhöhle. Das ist voll praktisch, da hatte ich voll Glück, weil hier oben. In dem Fall, eh klar. Hier befindet sich nämlich das Wasser und das geht in die Höhle rein. Und durch das, hier ist die Monsterfalle, deswegen sind hier so viele Monster. Also eigentlich wird sie funktionieren, bis auf das, dass die Monster alle hier reinfliegen und dann nichts mehr passiert. Ist heute auch mittlerweile komplett umgebaut. Ja, so viel zum Anfang aus der ja, Version 1. Also ich bin natürlich jetzt auf der Version 1.12. So hat das Ganze in der Version 1.6 begonnen. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich mit diesem Seed hier in der Version 1.6 gestartet bin, denn wir können mal. Wir können mal den gleichen Seed in eine neue Map machen. Muss ich natürlich ausblenden. So. Und dann werden wir gleich sehen, Game Mode 3. Dass wir ein Problem hätten. Also der gleiche sieht, in einer neuen Welt ist man quasi von Wasser umgeben. Was natürlich auch eine coole Herausforderung wäre. Also von dem her abgesehen, das wäre natürlich eine ganz, ganz, ganz coole Herausforderung. Aber wie man so sieht, es gibt Holz, es gibt irgendwie alles. Den Rest muss man natürlich mit Buddeln machen. Und wenn ich so schaue, man steht hier wirklich auf einer kleinen Insel und hat eigentlich nicht viel. Ich glaube sogar, dass man hier ein Problem hat, wenn man Stone will. Hm? Ja, ein bisschen sind drinnen. Gehen wir hier mal rein. Ja. Da kann man natürlich dann anfangen. Also, was man hier natürlich danach tun muss, ist entweder man sucht sich gleich das Festland oder man buddelt sich mal runter und holt hier mal ein paar Erze und fängt dann auch an. Jedenfalls, ja, ist nicht so fein. So, jetzt aber zurück auf den Server. Der müsste eigentlich schon nicht laufen.
In dem Fall starten wir den schnell und der müsste eigentlich sehr, 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 sehr schnell da sein. Und dann gehen wir mal auf unsere Homebase und schauen uns das Ganze im Hier und Jetzt an. So, Refresh. Perfekt, da ist er. Noch was vorweg. Heute wird natürlich, durch dass ich euch relativ viel zeige, hier geht es zur Homebase. Aber wir springen natürlich per Waypoint. Homebase, Teleport. Sup. Und hier stehen wir genau dort, wo wir vorhin uns hin teleportiert haben. Das ist das neue Lager. Hier habe ich relativ viel Diamanten, Zeugs und Sachen. Und hier sieht man auch schon, dass ich das Ganze, was für eine Resource Pack habe ich überhaupt drin? Ach, das muss ich dann auch noch ändern. Das ist ja grausam. Grausam. Wie ist es das hier? Das so blöd tut. Ich brauche unbedingt ein Resource Pack für, für die 1.12er würde, glaube ich, ein Resource Pack. Muss ich danach schauen. So, jetzt schaut es eben nicht mehr so extrem aus. Genau. Gehen wir mal zuerst das Haus durch. Hier unten, wo vorher nichts war, steht mittlerweile eine kleine Küche, kann man so sagen. Hier hat man einfach mal alles. Hier sind verschiedene Wasserbaddel. Der Johnny, der beschützt uns. Hier sieht man eigentlich, was so los ist, wo wir sind. Da ist mittlerweile das Badezimmer drin, wobei ich das sehr, sehr, sehr primitiv gemacht habe mit einer kleinen Dusche und einer Badewanne. Also ich habe mir hier wirklich nie viel Mühe gemacht. Der Bootsanlegeplatz ist ein bisschen, naja, besser, aber dafür verwachsener. Hallo? Hier kommt man, ich schaue noch nicht fertig, hier sollten noch Treppen hin. Hier kommt man da raus. Hier habe ich so gemacht, dass ich eigentlich verschiedene Bäume angepflanzt habe, dementsprechend. Wieso ist der so klein? Interessant. Verschiedene Bäume angepflanzt habe und ich sehe gerade durch irgendwas habe ich hier, genau, ich habe keine. Ah, die Eichen sind da drüben. Okay. Es schaut alles so traurig aus mit dem Minecraft Vanilla Standard Mod Pack. Das Strandhaus. So, dann habe ich hier das Haus. Hier steht mittlerweile ein Leuchtturm. Wisst ihr was? Ich gehe schnell in Game Mode 3. Dann kann ich es euch besser zeigen. Hier steht mittlerweile oder vor allem schneller. Hier, wo früher die Schlucht war, steht mittlerweile eine Fabrik. Hier drinnen kann man automatisiert Sachen durchbrennen, indem man die Kohle und die Rohstoffe reingibt und danach wird das durch die ganzen Öfen durchgejagt. Hier unten sieht man noch die restliche, also Originalschlucht, kann man so sagen. Hier oben, das hatten wir schon, da ist das große Feld, was jetzt natürlich kommt hier, aber da gehe ich wieder in Game Mode 0. Blub. Was hier kommt, ist, es ist eigentlich alles automatisiert, wenn man hier runter geht mittlerweile. Es gibt eine Sortieranlage, die sämtliche Items sortiert. In die entsprechenden Kisten, außer die Eier, die wieder mal vollgewachsen sind. Ach, du liebe Güte. Ja, dann muss ich mir auch noch was überlegen, wie ich das mache. Und alles mit Redstone gemacht. Hier auch. Da gibt es so viel Redstone, 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 Redstone. Im Detail, ich glaube, das Ganze schauen wir uns dann erst im Detail an. Und ich glaube, dass diese Redstone-Dinger, die funktionieren, glaube ich, nicht mehr. Also entweder ist es ein Bug. Man merkt schon, diese Redstone-Ticks, die ich da hatte, die Redstone-Ticks beförderten,
die funktionieren bei mir hier nicht mehr. Oder ich habe hier einen Fehler, einen Bug drin. Das kann natürlich schon sein, weil ich glaube, hier ist mal Wasser runtergelaufen und dann habe ich nur schnell das ganze Zeugs repariert, ohne jemals zum Testen, ob es jetzt wirklich so funktioniert oder nicht. Aber es ist auch schon wieder länger her. Ich würde sagen, das Ganze schauen wir im Detail in den nächsten Folgen an. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie das so ausschaut. Früher und ein bisschen einen Eindruck bekommen heute. Wieso sind die? Ist das neu, dass Schnee jetzt auch auf der Seite ist? Oder ist das wahrscheinlich von irgendeinem Client-Modpack, den ich installiert habe? Naja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das irgendein Client-Modpack ist. Gut, dann habt ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommen, was hier überhaupt alles ist. Gehen wir mal auf den Map überhaupt. Und dann sehen wir hier ist die Homebase, hier ist der große Leuchtturm, hier sind die ganzen Tiere. Eigentlich auch hier. Da ist die automatische Ernteanlage, hier das Spaßbad, wie man so schön sagt. Dann ist hier die Eieranlage, das kann ich euch noch zeigen. Hier habe ich ein eigenes Dorf gemacht, da ist mein eigenes Dorf und hier unten ist die Monsteranlage und hier ist das Strandhaus. Und hier ist dann auch noch die Goldfarm, die man noch nicht sieht. Ich würde sagen, hier sind auch noch Secrets drin. Ich weiß nicht, ich mache immer überall Secrets. Naja, egal. In dem Fall würde ich sagen, habt's noch fein, einen schönen und bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao, bye bye.